Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Axel bei W. Wolf Ragnarok Truthahn. Heute geht es ganz gefiedert weiter, denn wir wollen heute einen Griffins heben. Das ist ja eines der bedeutenden Tiere von Ragnarok. Das sind Tiere, die nur auf Ragnarok existieren und auch nur hier gezähmt werden können. Genau, er lacht schon. Und hier haben wir jetzt unsere Zähmfalle schon. Da hinten seht ihr auch schon unser Objekt der Begierde. Er ist 150 und männlich. Ich meine, wir haben zwar schon Männchen, aber mein Gott, 150er ist nie verkehrt. Wir haben das, muss ich dazu sagen, schon mal probiert. Da ist aber die Aufnahme abgeschmiert und jetzt machen wir es quasi nochmal eingeprobterweise nochmal neu. Wir haben hier hinter uns vier Behemoth Gates mit Türrahmen und Türen gebaut. Aus dem Grund, dass das uns als Zähmfalle dienen soll. Die vordere Tür ist aufgestellt und die hintere ist verschlossen. Aber es gibt ja auch diese S-Plus-Türen, die sich automatisch öffnen und schließen. Da müsst ihr einfach nur gucken, dass die dann auf manuelle Einstellung stehen. Und da rein locken wir gleich den Greif. Ich als dünner Petri kann an den Seiten durchschlüpfen, aber der Greif wird dann seine Probleme kriegen. Ich zeige euch mal kurz den Abstand. Also ich passe hier problemlos durch, aber wie gesagt, der Greif hat so eine Breite von einem Adler ungefähr. Probiert dann gern vorher nochmal, fliegt dann nochmal mit einem Adler durch oder probiert es zumindest. Eigentlich sollte es nicht funktionieren. Wenn es doch klappt, würde ich das Ganze lieber enger bauen empfehlen. Und zähmen tun wir den mit einem Allosaurus-Kibbel. Das habe ich auch schon vorbereitet und habe es auch im Inventar liegen. Und da wir 10-fach-Taming haben, wird das ungefähr 8 Minuten dauern. Wenn ihr das normal probiert, um die 80 Minuten, das heißt eine Stunde 20 Minuten. Und dann können wir loslegen. Zähmen tun wir jetzt mit ganz normalen Trank Darts. Und der Flinte eben ist am besten. Wir brauchen eine ganze Menge an Pfeilen, deswegen haben wir uns hier auch den Aufwand gemacht mit dem Tor vom Community Server aus, wo wir drauf spielen. Könnten wir auch mit Trank Darts zähmen, aber fürs Zähmen-Video ist das einfach nicht realistisch, weil nicht jeder hat diese Mod und nicht jeder will mit der Mod spielen. Und ich finde auch so macht es eigentlich mehr Spaß. Und mit dabei ist der Andreas, habe ich ganz vergessen, Mensch. Oh, hallo. Ich bin jetzt einfach immer so im Laberschwall drin stecken geblieben. Gut, soll ich schon anfangen mit Locken? Ich glaube aber fast, wir müssen das Paracer erstmal töten da. Weil sonst wird er ewig da hinten nicht fertig und ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, den zu ziehen. Die, naja, ziehen lassen sie sich nämlich nicht so gerne. Die verlieren immer wieder Aufmerksamkeit, ähnlich wie beim Kano. Wollen die einfach nicht ablassen. Ich meine, ich könnte ihn jetzt auch hauen, aber je weniger Level der hat, je weniger Leben er hat, desto weniger Boost kriegen wir dann auch beim Zähmen. Also, Zähmen Fortschritt mehr oder? Ich glaube, jetzt hat er mich, oder? Hat er mich? Nein. Soll ich denn mal das Paracer töten? Ja. Sehr lieb. Also, ja. Er will einfach nicht. Nein, komm her, komm her. Hier, hier, hier. Nein, nein, nein. Er ist gerade, glaube ich, auf dicht. Ja. Dich fixiert. Jetzt hat er mich, glaube ich. Geh mal hinter zum Tor, bitte. Ja, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Guck, da läuft er. Echt? Ich kann gerade nicht gucken, aber ja. Kann so, schon sein. Zu. Sehr gut. So, Andreas hat hinter mir das Tor zugemacht und jetzt hängt er fest. Es passiert noch selten, aber es kann passieren, dass die euch dennoch durchbacken. Aber es ist uns beim letzten Zähmen nur zweimal passiert. Also es ist vertretbar. So, dann auf in das große Zähmen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Wie gesagt, 68 Pfeile, die sind auch nicht mal so eben verschossen. Und ich habe jetzt noch das Binokular im Inventar. Ist auch ganz sinnig, weil ihr damit nochmal das Leben von dem Tier kontrollieren könnt. Der hat jetzt hier, seht ihr unten grün,
6600 leben normalerweise und hat jetzt schon um die 100 gezogen bekommen. Entweder durch uns oder durch das Paracer, mit dem er sich da... Oh, gerade. Er backt gerade wieder raus, sehe ich gerade. Oder er will es zumindest tun. Ich hoffe, er bleibt da oben hängen. Aber 150, das wäre so cool. Aber schade, dass es kein Weibchen ist. So, ja, ist jetzt, raus. Jetzt ist Worst Case passiert. Er ist rausgebackt. Wo ist er denn jetzt? Da. Machst du nochmal das Tor auf? Natürlich. Das ist lieb von dir. Aua. Mein Hintern tut weh. Aua. Oh, ist ja, abgedreht. Dachte ich mir. Ah, der hat ein Bobo auf dem Kicker. Komm her. Hier. Nein, du wirst jetzt nicht abhauen. Machen die auch. Wenn die merken, oh, ich habe da so ein bisschen Torpor gekriegt. Dann, ja, ja, jetzt hat er mich wieder. Warte, ich muss einen großen Bogen fliegen. So. Lasst euch auch gerne ab und zu mal treffen. Weil, wie gesagt, die verlieren schnell das Interesse. Ist ähnlich auch wie beim Argentavis, der Bobo, der da unten rechts stand, eben mit den lustigen Hasenohren. Der hat es auch immer ganz gern, wenn er ein paar Mal zuschnappen kann. Ansonsten, wie gesagt, verlieren die das Interesse an euch und dann müsst ihr halt... Der ist irgendwie im Bogen dran. Siehst du den? Wie hat er das jetzt hingekriegt? Der greift das Tor an. Hängt er jetzt draußen oder drin? Der hängt draußen. Also mit dem Arsch hängt er draußen. Du kannst eigentlich praktisch hinter dem stehen und jetzt drauf schießen. So ist natürlich noch besser. Halt uns dein Po hin. Er liegt, ne? Oder? Nee. Der läuft jetzt hier draußen. Fluglotte. Aua. Ich muss nur das Tor aufmachen. Aua. Der ist aber schon ganz schön schnell. Den gar nicht abgehangen, richtig. Ist es offen? Nee. Jetzt. Achtung, ich komme. So. Sehr gut. Hängt da wieder drin. Also ich hoffe, das war's jetzt auch mit dem Verbacken. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr Glück. Die Griffin haben auch ganz tolle Attacken, zeige ich euch nachher mal. Habe ich auch letztens eine erst rausgekriegt. Eigentlich wusste ich davon, aber ich habe es nie wirklich gebraucht, sag ich mal. Es hieß ja immer, Griffins sind total low, also zumindest von Tanja und Eddie, dass die nicht so viel drauf haben. Ich habe das auch geglaubt, weil wenn man Tiere mit der Normalattacke so im Nahkampf angegriffen hat, machen die auch nicht viel Schaden. Also meine hat jetzt nicht wirklich viel Schaden. Es wäre, ich glaube, was um die 100 paar zerquetschte. Oder 200 und er macht nur 43 Schaden. Und es gibt aber noch eine Attacke, die ihr macht, wenn ihr in den Sturzflug geht und senkrecht auf eure Opfer hinabstürzt. Und dann dürft ihr nicht abbremsen, einfach volle Kanne von oben nach unten runterpfeffern. Und dann, wenn ihr auf dem Boden auftrefft, macht ihr in einem kleinen Umkreis eine AOE-Attacke, die aber ordentlich Schaden macht. Also meiner hat trotz schlechter Werte um die 300 Schaden gemacht. Da habe ich nicht schlecht geguckt. Und da one-hittet ihr auch mal so ein Pferdchen in die Islands. In den Highlands, meine ich. Das war nicht schlecht. Das war richtig gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was unser 150er dann hier fabriziert. Also 30 Pfeile habe ich jetzt weg. Ich habe noch 24. Der müsste dann gleich liegen. Der hat richtig rote, glühende Augen, ey. Von hier aus. Oder nee, der hat einfach einen Pfeil im Auge. Aua!
auch gern mal ein bisschen länger warten zwischen den Schüssen. So, mal ein paar Sekündchen vergehen lassen. Oh, wie hat er das jetzt wieder hingekriegt? Oh, oh. Auf und davon. Am besten, wir machen hinterher. Ich bin schon unterwegs. Oh, hättest du mich mitgenommen? Ach, schade. Ja, ich bin nicht schnell genug. Wenn ich dich schleppe, ich bin ja fast voll dann. Soll ich dich schleppen? Ja. Warte, ja. Kommst du? Ich bin da. Ich muss nur mal gucken, wo ich gerade den Petri abstelle, damit er sicher steht. Warte mal, hier oben. Hier oben steht er sicher. So, ich habe noch 18 Pfeile im Inventar. Ich sehe dich nicht. Ich bin hinter dir. Bin da an so eine Felskante. Warte mal, aber wir fliegen jetzt da. Nee, ich bin über dir. Über dir gerade. Genau. Wo ist er hin? Er ist nach links abgedreht. Da ist er. Ich sehe ihn noch. Ich nicht mehr. Siehst du mich? Ja. Da oben fliegt er. Okay. Ich stell den Petri mal hier ab. Kannst du mich greifen? Ich muss dich erstmal wieder finden. Ach Mann. Wo war denn dein hier? Ach, jetzt sehe ich dich. Ja, jetzt komm, sitz irgendwo. Hier setze ich mich hin. Siehst du mich? Ja. Gut. Weil hier kommt nicht so viel hin, deshalb. Yeah. Daneben. Ist aber auch ein doofer Platz hier, ich weiß. So. Muss mal gucken, hier unten ist ziemlich viel Wasser. Mhm. Aber nee, müsste passen. Ja, hier ist so eine Stelle, da spawnen die sehr gerne. Ich zeig mal kurz Koordinaten. 27, 8, 48, 2. Das sind die Kaskaden. Flieg mal über dem so ein bisschen. Sonst schieße ich dich, glaube ich, mit ab. Genau so. Geradeaus fliegen. Daneben geschossen. Super, jetzt habe ich getroffen. Das ist aber auch echt nicht einfach. Von wegen, das dauert nur ein paar Minuten, ne? hallo. Ich habe deinen Flügel im Visier. Der ist auch gar nicht mehr aggressiv. Ich treffe den auch eigentlich gerade gar nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, ich schieße die ganze Zeit dabei und ich habe nur noch 13 Pfeile. Jetzt habe ich ihn nochmal getroffen. Ja. Näher ran muss ich auf jeden Fall. Von so weit treffe ich den nicht mehr. Ja. Oh. Nein. Nein. Oh. Oh, er klemmt hier. Oh Gott sei Dank, er klemmt. Oh, jetzt darf ich dich aber nicht verlieren. Nee, bitte nicht. Mit? Oh Gott. Wo sind wir gelandet? Alter, boah. Wenn der aufwacht, glitscht dir, glaube ich, die Klippe runter. Muss mal aufpassen. So, Kibbel ist drin. Wie gesagt, Allosaurus-Kibbel macht ihr mit Allosaurus-Eiern. Was war noch? Prime-Meat, gekochtes Prime-Meat, Kartoffel, Mechobeeren, Fasern und einem Wasserbehälter. Genau. Und ja, die sind jetzt drin und normalerweise in unserem Fall, da wir jetzt Hinfach-Taming haben, brauchen wir nur 2 Stück. Ich glaube, wenn ihr es auf normaler Taming-Stufe macht, dann braucht ihr um die 12. Ist aber schon einiges mehr, da es ja dann auch länger dauert. Gut, und jetzt, oh Gott. Boah, hier ist gerade so das Herz in die Hose. Weil wenn der da unten jetzt gelandet wäre, ne, der wäre sowas von ersoffen. Ja, und so ein schöner 150er. Ja. Oh, so ein Schwein. Hm. Pass auf, nicht runterfallen. Ja, und das mit dem Fressen, das dauert eine Weile. Du noch im Kopf, wann der immer gefressen hatte ungefähr? Ich glaube nach 230 oder so, ne?
Wenn es 430... Jetzt hat er 6204 von 6240. Deshalb, ich meine, da sind immer so ein paar 200 waren weg, bis er gefuttert hat. Also es hat relativ lange gedauert bei ihm. Aber echt geile Aussicht mal von hier so, muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe auch übrigens ein Höhlenvideo gemacht, wo ich mal alle Höhlen, die ich bisher so auf Ragnarok gefunden habe, mal so gezeigt habe. Und dort drüben ist zum Beispiel eine, wo ich mich jetzt gerade hingucke. Die ist richtig cool. Da müsst ihr auf jeden Fall mal hinschauen. Dann, wenn er mal wieder auf Ragnarok spielt, die ist echt schön. Gibt auch noch andere viele tolle Ecken, wo man eigentlich bauen kann. Und wenn ihr Höhlenliebhaber seid, schaut doch mal rein. Verlinke ich euch am Ende des Videos. Sind nicht alle, bestimmt nicht alle, die ich da gefunden habe, aber so ein paar. Muss ja auch mit dazu sagen, ist ja immer noch eine Beta. Die bauen ja mittlerweile noch die Wüste aus und wahrscheinlich auch noch so ein paar Orte, die so relativ kahl aussehen noch. Werden noch feinjustiert, glaube ich. Und dann kommen natürlich auch noch ein paar Höhlen dazu. Also deshalb, das ist nicht der null und nichtige Stand, den ich da habe. Das wird noch ausgebaut und noch kommen... Kommt noch einiges, denke ich mal. Auch an Höhlen. Na, ich wollte erst mal gucken, wo die Rampe hingeht. Ach so, ja. Ob die jetzt ein Ziel hat. Oh, wir sind schon bei 46,5%. Prozent. 74 Level plus, dann ist er Level 224. Schick. Wenn er jetzt fertig ist, denkt bloß dran, die restlichen Kippel rauszunehmen. Das ist mir beim letzten Versuch passiert, da habe ich nicht dran gedacht, die Kibbel rauszunehmen. Und dann waren sie alle weg. Ich glaube, alle 12 Stück oder wie viel ich gemacht hatte, ich weiß es gar nicht, war eine Menge. Ja, was habe ich noch vergessen? Ach ja, Griffeln gehören mit zu den schnellsten Flugtieren. Es gibt nichts Schnelleres. Das Einzige, was danach kommt, ist der Petri. Wie ihr schon gemerkt habt, vielleicht ist der Bobo ziemlich schnell. Das liegt aber nur daran, dass wir den Classic Flyers Mod mit drauf haben, der quasi erlaubt, Flugtiere, die vorher am Anfang von Ark noch levelbar waren auf Geschwindigkeit, die es dann später nicht mehr waren, jetzt wieder auf Geschwindigkeit zu leveln. Also, ja. Deshalb ist der Bobo so schnell, wie er halt ist. Und hängt auch mal ohne Problem beim Petri ab. Was eigentlich nicht sein dürfte. Also normalerweise nicht sein dürfte. Aber hier bei uns auf dem Community-Server geht das alles. Wir brauchen nicht mal Narkotik. Das ist sehr schön. Und, was hast du rausgefunden? Nix. Nix? Da ist so viel Gift, dass ich da nichts gesehen habe. Ach so, schade. Aber da hinten geht's in den Canyon rein, ne? In diese... Wir sind eigentlich hier auf der Rückseite vom Vulkan. Ach so? Also nicht direkt vom Vulkan, aber vom Vulkangebiet, ja. Ja, ja. Und ich glaube, da hinten geht's dann irgendwie zu den Canyons oder sowas. Genau. Ich würde ganz gern zu meinem Petri zurück. Nicht, dass der aufgefressen wird, während ich hier zähme. So, wieder zurück. Oh je. Und mein Rechner ist gerade abgeschmiert, deshalb konnte ich euch nicht zeigen, wie er dann endgültig gezähmt wurde. Mittlerweile hat er auch wieder alle Kibbel aufgefressen. Böser Griffin. Und jetzt wollte ich euch noch gern die Sturzflugattacke zeigen. Wie gesagt, ihr könnt ja eigentlich normal drauf reiten, braucht keinen Sattel craften. Ihr könntet euch da so in den Federn festkrallen und dann geht es. So, warte mal, den Petri, den
Nehme ich auch. Oh, ich nehm ich mit. Da stört er dich nicht. Das ist gut, ja. Sonst stört er ein bisschen. Wenn mal hier. Warte mal, hier ist so ein Alu. Nee, im Alu lege ich mich. Mach vorne am Wasserfall. Im Wasserfall, ja, mache ich. Da kannst du mal richtig schön. So, jetzt habe ich noch drauf. Irgendwas in der Ausrüstung. Genau, jetzt habe ich noch mein Fernglas. Ihr müsst gucken, dass ihr unbewaffnet seid. Ansonsten fliegt er nicht schnell. Na, und dann gibt es ja halt die Methode, durch diesen Senk- und Steigflug Geschwindigkeit aufzunehmen. Also das ist praktisch Teil der Attacke, die ich euch gleich zeige. Da ist zu viel Gewusel, sind zu viele Rechse. Ja, bei mir an dem Wasserfall. Wo deine Höhle ist. Ja, ich komme. Kannst du gleich mal diese Alus testen? Wo meine Höhle ist? Ach da, Gut, ich hoffe, die mounten mich jetzt nicht ab. Ja, weil, keine Ahnung, ich habe noch nie mit Alus versucht zu kämpfen. So, das Schöne ist, ihr könnt rückwärts fliegen. Ich fliege jetzt in dem Fall hoch. Ihr könnt aber auch seitwärts fliegen, wenn ihr A und D drückt. Ist kein Problem. Und jetzt runterstürzen. Zack! 242 Schaden. Und das könnt ihr jetzt ewig so weitermachen, bis die alle tot sind. Mach's nochmal. Aus Jux und Tollerei feinjustieren wie mit WASD und dann runter. Zack. Und tschüss. Das waren jetzt aber über 300 Schaden. Hab ich gerade gesehen, 300 paar zerquetschte 80 oder so. Einer blutet schon. Jetzt, so, jetzt sehen wir aber auch, dass das ordentlich Stamina schluckt. Also er ist jetzt im untersten Viertel. Da müsst ihr dann auch echt mal ein Päuschen machen. Ist also am besten, ihr levelt den auf Stamina und nicht auf Angriffsschaden, damit ihr da halt ein bisschen Spielraum habt, sag ich mal. So, jetzt warten wir noch mal kurz. Hat ein Level zu vergeben. Dann gebe ich ihm gleich mal Stamina. Ein paar Stück, da kann er ein bisschen mehr angreifen. Nahkampfschaden hat er 241%. Gucken wir mal. Jetzt zeige ich euch noch die normale Attacke. Wo sind jetzt die Alus hin? Unter dir. Unter mir? Vorne an. Ach da! Direkt am Wasserfall. Dann können wir die vielleicht nochmal ein bisschen ärgern. Zack! Da haut er dann mit den Krallen zu. Der eine Alus schon fast tot. So, jetzt müsst ihr aber auch aufpassen, weil wenn ihr zu nah über dem Wasser fliegt, mountet ihr wieder ab. Genau wie bei allen anderen Flugtieren. Hier, der eine hier, der ist doch schon fast tot. Hier, komm her. Du machst es doch nicht mehr lang. So, einer ist schon weg. Also ihr seht ja, normal Schaden macht da nicht so viel. Und jetzt bluten wir leider auch, ne, weil uns der Alpha-Alu erwischt hat. Stamina ist schon wieder fast leer gelutscht. Also ja, das ist das große Manko. Stamina fehlt ihm, aber so von allem anderen hat er mehr als genug. Jo, wo bist denn du eigentlich jetzt? Ja, auf der anderen Seite. Ich beobachte dich. Ach so, wollen wir noch ein Abschiedsfoto machen? Jo. Wenn wir schon dabei sind. Dann, warte, so. Ja, so schön. Und tschüss. Cool. So, und dann sage ich auch im gleichen Atemzug danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Siehst du, jetzt pfeift sie wieder, aber das Emote kommt nicht. Komisch. Naja, egal. Tschüssi. Sind wir wieder und zwar an der Dürre.
4 mal 29,2. Und hier habt ihr so ein bisschen... Ja,